Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder entspannten Spotday, auch wenn das Wetter nicht ganz so geil ist im Gegensatz zu gestern. Gestern hatte ich das Wheelie Tutorial aufgenommen und jetzt gerade ist es 18 Uhr, also ich habe es gerade hochgeladen. Ich hoffe, heute ist es auch wieder sehr, sehr windig. Ich hoffe, man versteht trotzdem alles. Oh Junge, ist der Wheelie schnell. Also es sieht wahrscheinlich auf der GoPro wieder gar nicht schnell aus. Aber ich glaube, man hört es an den Windgeräuschen, wie schnell das ist. Oh Junge. Geil, einfach nur geil. Ja, heute soll es um mein Setup gehen, was ich bei der Aerox alles verbaut habe oder generell verändert habe. Weil wie man vielleicht sieht, ist hier das ein oder andere nicht mehr original. Ich würde erstmal... Ich halte mal gleich hier vorne kurz an. So. Also, optisch verändert. Verkleidung ist original. Das Teil hier habe ich selber foliert. Ist nicht ganz so schön geworden, aber egal. Aus der Ferne sieht es gut aus. Voila. Dann habe ich den Scheinwerfer schwarz gemacht. Den Scheinwerfer habe ich schwarz gemacht. Dann habe ich hier mir eine Domstrebe. Hey, so komplett gestört. Dann habe ich mir eine Domstrebe hier eingebaut. Auch komplett custom gebaut. Wheelie Bar habe ich auch komplett selber gebaut. Und die ist jetzt auch lackiert. Dann, wie man sieht, SSP-Aufnahme, sehr geil, Downy natürlich, dann den Kurzhub draufgebaut. Hier vorne habe ich Racing-Gitter drin. Es kommt noch eine neue Verkleidung, haltet euch fest, das wird so sick werden. Auf alles, das wird die geilste Aerox Deutschlands, auf alles sogar. Genau, dann habe ich noch das Motoforce-Federbein drin, weiß ich jetzt nicht ganz so. Was ich dazu sagen soll, ist halt sehr weich. Ich bin ja jetzt auch gerade nicht der leichteste, aber trotzdem ist es sehr weich. Aber das war eigentlich alles. Ah, und natürlich hier, ne, die Plastikabdeckung, die kommt aber wieder weg, die war drauf. Da kommt wieder diese originale Sozius-Abdeckung drauf. Für einfach für den Catwalk, weil es tut übel am Schienbein weh, wenn ich da im Catwalk mit dem Knie praktisch drauf bin. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, mein Rücklicht ist auch noch schwarz und der kurze Kennzeichenhalter praktisch. Ja, das ist das, was ich so optisch jetzt verändert habe. Ah, stimmt. Ach, Bremsen gehe ich gleich drauf ein. Bremsen machen wir gleich. Auf jeden Fall, wenn ich mir die neue Verkleidung hole, das wird auch so sick werden. Die Aerox, als ich sie bekommen habe, war erste Hand, hat neue Reifen drauf gehabt und neue Scheiben und Beläge. An sich ein solider Zustand, die war jetzt nicht komplett geleckt, die war jetzt aber auch nicht in einem Scheißzustand. Also auf jeden Fall eine solide Grundbasis, erste Hand, ich bin jetzt der zweite Besitzer. Ist Baujahr 2004. Am Motor habe ich eigentlich ein bisschen was verändert. Das ist noch die originale Kurbelwelle drin. Der Roller hatte 12.000 Kilometer gelaufen und ich habe jetzt einen DR70 drauf gebaut mit Glasfasermembran von Doppler. Ein 21 mm Vergaser ist drauf. Der Yasuni Z, der aber noch zu klein ist. Was tut der? Was machst du? Ja,
gar keinen Grip. Wo war ich stehen geblieben? Genau, beim Motorsetup. 90er Hauptdüse habe ich im Vergaser drin. Oder 95, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann habe ich den originalen Luftfilterkasten mit einer Malossi Sportluftfiltermatte drin. Und der Luftfilterkasten ist ein bisschen bearbeitet. Offenen Ansaugstutzen natürlich. Hinten habe ich die Motorforce-Bremsscheibe mit den Stage 6 Racing-Belägen drin. Und vorne habe ich die DMP 285 mm Oversize-Bremsscheibe, auch mit Stage 6 Belägen. Original Bremssattel vorne noch. Ja, das ist eigentlich so grob mein Setup. Ich werde mal alles, was ich an dem Roller verbaut habe, werde ich einfach in die Beschreibung packen. Damit ihr das nachbauen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich habe eigentlich gedacht, mit meinem Motor-Setup-Video, das würde ein bisschen länger gehen. I don't know. Was ist da jetzt? Warum guckt ihr da? Noppel! Genau, jetzt würde ich einfach sagen, machen wir noch ein bisschen Wheelie-Action hier beim Steppern, ne? Immer noch am Hinterrad, der Junge ist behindert. Oh Junge! Digga, das war zu geil! Was ich ganz vergessen habe, Variomatik. Boah, Mikrofon ist safe übersteuert. Ne, Variomatik habe ich komplett vergessen. Variomatik ist Variomatik Polini High Speed mit 4,7 Gramm Gewichten. 4,7 Gramm Gewichten. Im Malossi Keilriemen. Originalwandler. Die rote Gegendruckfeder von Malossi und die Stage 6 Pro Sport Kupplung mit Originalfedern dran, also original von der Sport Pro. Ja, das war es eigentlich von der Variomatik und auch von meinem Motorsetup praktisch. Muss mal gucken, wie lange ich das Video jetzt schnibbel. Ich denke mal, ich habe alles gesagt. Das soll jetzt auch kein ellenlanges Video werden, sondern einfach mal mein Setup vorgestellt, weil mich haben echt viele gefragt und ja, ich habe keine Lust, das hier im Einzelnen zu schreiben. Alle Sachen, die ich verbaut habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da.
Mitglied könnt ihr auch werden für 1,99 im Monat. Ja. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Oh, Junge, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, haut da rein. Ciao. Sollte ich crashen, dann crash ich nicht allein, Baby, reicht mir die.